Burgruine Weißenstein, südöstlich von Luisenburg. Erbaut wurde sie im 12. Jahrhundert und aufgegeben circa im Jahr 1560. Restauriert wurde sie zwischen 1996 und 2000. Sie ist das ganze Jahr über auf eigene Gefahr begehbar. Servus und willkommen zu dieser Tour. Wir waren vorher im Felsenlabyrinth Luisenburg, sind jetzt noch zu einer Burgruine gefahren, Burgruine Weißenstein. Dürfte eigentlich jetzt dann bald auftauchen. Sollte vom Parkplatz aus ein Kilometer, eineinhalb Kilometer ungefähr sein. Ich weiß aber nicht, wie viele schon gegangen sind. So, da es gerade schneit, habe ich jetzt zur GoPro gewechselt. Hier hinter mir sieht man die Burgruine jetzt und wir erkunden es jetzt mal. So, ich schaue jetzt da hoch. Manu bleibt unten, Höhenangst. Ist auch krass mit dem Schnee hier. Okay, die Landschaft brauche ich euch eh nicht zeigen. Das ist alles nur Nebel und Weiß. Hier. Und hier unten war dann mal der Burgkeller und von hier sind wir ja durchgekommen, gerade eben schon. Geht schon ein gutes Stück nach oben. Da müssen wir jetzt noch hoch. Schon hoch, wenn ich da so runter schaue. So. Ja, und das ist jetzt der Weg, wo wir hochgelaufen sind. Und es geht schon ein gutes Stück runter, also da wird sogar mir mulmig. Aber mega geile Aussicht hier hinten. Erkennt man noch so alte Treppen von früher. Da konnte man bestimmt auch hoch. Und da hinten, da waren wir vorhin. Und da hinten sind noch so Grundmauern. Aber jetzt schauen wir noch ganz hoch. Und da müssen wir auch noch mal diesen Turm hier hochlaufen. Hochlaufen ist das eine,
Aber es ist alles verschneit und teilweise gefroren. Man muss halt echt aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht. Aber ich glaube, der Ausblick ist gleich mega. Man kommt hier rauf und man sieht erst einmal eine weiße Nebelwand bzw. Schneewand. Das Wetter ist zwar nicht so angenehm. Und von hier oben kann man auch noch mal runterblicken. Von der Landschaft kann ich euch nicht viel zeigen, weil alles weiß ist und neblig. Aber man erkennt es, glaube ich, ganz gut im Video, wie der Wind hier lang pfeift und wie neblig es ist. Richtig cooles Feeling oder was soll man sagen, Optik. So, gehen wir wieder runter. Echt langsam gehen. Wir laufen jetzt noch mal um die Burg rum und schauen, ob es noch irgendwas zu entdecken gibt. Höherer Zugang. Hier unten war anscheinend mal der Haupteingang oder früherer Zugang, steht da unten zumindest. Was? Höheres. Ah ja, hier kennt man die Mauern noch. Und es muss ein Rundturm gewesen sein. Steht da zumindest. Hier steht eine Statue. Ist eine Frau, oder? Ja, ist eine Frau. Mit ziemlich lockigen, langen Haaren. Ja, auch dieser Fels mit diesen ganzen Linien drin sieht für mich halt wieder aus wie aufeinandergelegter, gebratener Bacon. Alles angeschaut, außer die Quelle. Da sind wir umgekehrt. Das war kein Weg mehr und bei dem Schnee auch nicht ganz ungefährlich. Und jetzt machen wir noch kurz ein Päuschen und dann geht es zurück zum Auto. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.